Hier dreht sich nicht alles um die Kugel, sondern um den Ball. Hört sich erstmal ungewohnt an, ist aber eigentlich richtig. Bei den Frauen und Männern des Vereins Bowling World Berlin weiß das jeder. Kein Wunder. Schließlich räumt in der Hauptstadt kaum einer so gekonnt alle Pins ab. Gegründet wurde der Verein 1998, damals noch unter dem Namen Figaros. In den letzten Jahren war die Mannschaft oft unterwegs, denn... Wir sind also mehrmalige Europameister, Vize-Europameister. Wir fahren zu Veranstaltungen, zu Turnieren, ins Ausland. Dieses Jahr holte Bowling World Berlin bei den Betriebssport-Europameisterschaften in Helsinki, Finnland den zweiten Platz. Der Verein hat aber deutlich mehr Spieler. Denn Bowling World Berlin besteht nicht bloß aus einer Mannschaft. Vier Teams, vertreten in allen Spielklassen, stellen die Berliner Bowling Cracks mittlerweile. Tendenz steigend. Trainiert wird zusammen, egal ob man nun in der ersten oder in der vierten Mannschaft spielt. Manche sind halt ein bisschen abgehobener, ja, umso höher die kommen. Und in diesem Team ist es besonders, halt, dass sie alle sehr bodenständig sind und ja, dass es einfach ein familiäres Verhältnis ist. 1, 2, 3, Bowling World! Der Zusammenhalt und die Spielfreude zwischen allen Teams, das macht Bowling World Berlin so außergewöhnlich. Und das, obwohl die Altersspanne beachtlich ist. Die Jüngsten sind gerade mal 18 Jahre alt, die Ältesten schon weit über 50. Vielleicht ist aber auch genau das ein ganz wichtiger Faktor. Wir sind wie eine Familie. Wenn ein Team spielt, dann sind immer mindestens 5, 6 Leute da, die hinter einem stehen und einen anfeuern und zujubeln. Und das macht echt Spaß. Bowling World Berlin ist eine große Bowling-Familie. Die größte in Berlin übrigens. Und eine gute, funktionierende Familie, die sieht sich nicht nur einmal die Woche. Auch privat machen die Berliner Bowler viel zusammen. Wir treffen uns zum Beispiel zum Kletterwand gehen. Wir treffen uns, um Boccia zu spielen. Wir treffen uns, Tischtennis zu spielen im Sommer. Dann wird halt der Grill rausgeholt. Frauen und Männer spielen bei Bowling World Berlin zusammen. Den Teamnamen haben die Berliner übrigens von der gleichnamigen Bowling-Arena, direkt neben der Mercedes-Benz-Arena. Der internationale Flair, der von den Eisbären oder Alba rüberweht, hat dabei auch einen Einfluss auf das Team. In der supermodernen Bowlinghalle können nämlich auch internationale Turniere ausgetragen werden. Die dafür benötigte Bahn bietet die Bowling World. 2020 findet die Europameisterschaft deshalb wieder in Berlin statt. Und darum dreht sich auch nächstes Jahr in Berlin wieder alles um den Ball. Unser Team um einen weiteren Titel kämpft. Albrecht, Hammer.